Hi und herzlich willkommen zur aktuellen und neuen Folge von Digitalisierung braucht Freelancer. Wie immer ist Ralf an meiner Seite und ich Sören von ElevateX. Und wir hören in letzter Zeit oder sehr regelmäßig, wir wollen eigentlich nur mit festangestellten Mitarbeitern arbeiten. Und zwar aus dem Grund, dass wir das Know-how bei uns im Unternehmen halten wollen. Und genau darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass ich als Unternehmen drauf schaue, dass ich bei mir intern so viel Know-how wie möglich aufbaue. Aber ist es tatsächlich nur und rein mit festangestellten Mitarbeitern möglich? Oder geht es genauso mit externer Unterstützung, speziell in unserem Fall mit Freelancern? Und wenn ja, wie? Genau das bearbeiten wir heute und schauen wir uns an. Und daher, wie gesagt, erstmal herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du auch wieder am Start bist. Guten Morgen, Sören. Ich würde sagen, lass doch direkt loslegen und reinstarten. Da können wir, glaube ich, wieder auf deine Erfahrung auch aus dem Freelancing-Umfeld viel zurückgreifen heute. Bin mal gespannt, was du eben auch sagst zu dieser These oder zu dieser Aussage, dass Unternehmen manchmal denken, Know-how kann intern nur aufgebaut werden, wenn wir quasi rein auf festangestellte Mitarbeiter setzen. Um mal reinzustarten, was glaubst du denn oder was kannst du dir vorstellen, wo kommt denn diese Aussage überhaupt her? Was ist da der Hintergrund? Woher kommt das Vorurteil, dass Unternehmen denken, Know-how sich von extern reinzuholen, ist so schwierig oder geht vielleicht sogar gar nicht? Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen in der Natur der Sache an sich, dass man halt einfach davon ausgeht, ein Freiberufler wird es ja nicht auf immer und ewig dabei sein. Ich meine, Festangestellten kann man dabei auch nicht ausgehen, aber die Intention ist erstmal sehr viel längerfristiger. Und vielleicht auch die Annahme, dass ein Freiberufler nur wenige Wochen am Start ist. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es so wäre, muss man ja trotzdem eine Lösung finden, das Wissen quasi weiterzugeben. Also ich glaube einfach grundsätzlich sind es vielleicht so ein bisschen die Art und Weise, in welcher Langfristigkeit man darüber nachdenkt, ob das danach auch stimmt oder nicht, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wenn dem so wäre zum Beispiel, dann würde man ja auch nicht einen Unternehmensberater reinholen, der mal eine Restrukturierung macht und dann wieder weg ist, dann wäre das ja mehr oder weniger dasselbe Thema, dann ist das Know-how auch nicht in der Firma. Aber das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, so ein Unternehmensberater hinterlässt ja im Idealfall eine Struktur, in der man dann quasi weiterarbeiten kann. Und das Wissen auch entsprechend dokumentiert ist auf dem Weg dahin. Es ist ja nicht so, dass das im stillen Kämmerchen passiert, sondern man ist ja schon sehr stark involviert. Also vielleicht mal ein Beispiel aus meiner eigenen Freelancer-Karriere. Wenn ich zum Beispiel bei einem Kunden gekommen bin, die hatten zum Beispiel noch keine Android-App, habe ich die dort angefangen, dann war ja immer die Intention, dass entweder zukünftige Entwickler oder bestehende Entwickler das einfach in diesem Framework oder in meiner Struktur weiter pflegen können oder dann im Laufe der Zeit einfach an neue Gegebenheiten anpassen. Man fängt halt quasi an, mal so ein Fundament zu bauen und da ein Kartenhaus draufzusetzen. Und das Kartenhaus wird dann halt peu à peu erweitert. Manche Teile werden vielleicht nochmal ausgetauscht, wird dran angebaut, wird ein weiteres Stockwerk draufgesetzt. Vielleicht kann man so ein bisschen in der Analogie da auch mal denken. Das ist ja nur der Anfang in der Regel. Und man ist immer Teil eines Teams, sprich die Frage ist auch, wie viel Inselwissen entsteht denn überhaupt? Und dann gibt es natürlich auch Mittel und Wege, die dann irgendwo weiterzugeben. Das fällt mal so grob zusammengefasst. Dann sind wir eigentlich schon fast fertig für heute, wenn wir jetzt die grobe Zusammenfassung schon haben. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen ins Detail gehen. Aber ich fand die Analogie auch zum Unternehmensberater schon erstmal ganz spannend. Sonst wären die alle arbeitslos und auch so dieser Punkt, du kannst auch bei angestellten Mitarbeitern heutzutage nicht mehr davon ausgehen, dass die alle 5 bis 10 Jahre im Unternehmen sind. Das ist einfach unrealistisch und daher macht es meines Erachtens absolut Sinn, drauf zu schauen, wo kommen denn unsere Erfahrungen her, dass es nämlich absolut möglich und auch sinnvoll ist, sich das Wissen und das Know-how von externen Spezialisten, egal ob das dann solche Themen sind, wie du gesagt hast, Unternehmensberatungen, ob das Freelancer sind, ob das Leute sind, die von externen Dienstleistern zu mir kommen, da kann man absolut was von lernen und kann sich dieses Know-how eben auch aneignen als Unternehmen. Und da ist meines Erachtens vielmehr die Frage,
wie gehe ich denn im Unternehmen grundsätzlich mit A, externen Meinungen um und B, wie versuche ich denn grundsätzlich das Thema Wissensmanagement, aber auch Weiterbildung von meinen Mitarbeitenden zum Beispiel oder generell Know-how-Aufbau im Unternehmen zu betreiben. Das ist da, glaube ich, der viel größere Punkt, den man sich da anschauen muss. Und ich würde es jetzt mal so machen, dass wir natürlich, wir kennen uns am besten aus mit dem Thema, wie können wir uns externes Wissen von Freelancern ins Unternehmen holen und das auch halten, dass wir das mal in drei Phasen unterteilen. Auf der einen Seite mal zu schauen, worauf muss ich denn konkret bei einem Staffing und Onboarding von Freelancern achten, damit ich so schnell als möglich und so viel als möglich Know-how bekomme und auch halten kann. Wie sieht das dann im Optimalfall in der konkreten Zusammenarbeit aus? Und als dritten Step, was kann oder sollte ich denn in dem Offboarding tun, um auch möglichst viel von diesem Know-how und von diesem Wissen intern zu halten? Nachvollziehbar ist der Ansatz ja absolut, dass man sagt, man möchte die Leute nicht nur für eine kurzfristige Aushilfe haben, sondern eben auch langfristig davon profitieren. Wenn wir uns mal den ersten Teil anschauen, Staffing und Onboarding, was sollten denn Unternehmen deines Erachtens machen und tun, um in diesem, um ein Staffing und Onboarding so aufzubauen für Freelancer, dass dort schon möglichst schnell und viel Know-how reinkommt ins Unternehmen? Ja, bevor wir da ins konkrete Staffing gehen, ist vielleicht erstmal die Frage, für welchen Zeitraum suche ich denn eigentlich jemanden? Ne? Also da Klarheit zu haben, suche ich jemanden, der einfach für 2 Monate da ist, irgendwie eine Basis legt, dann kann ich es wieder übergeben. Suche ich jemanden, der mich über 6 bis 9 Monate oder sogar länger begleitet, den ich mehr oder weniger sehr eng in der Zusammenarbeit mit dem Team oder einem zukünftigen Team habe? Ist es vielleicht auch jemand, der ein Team startet und dann peu à peu uns als Firma dabei unterstützt, ein Team zu hiren und dann die Aufgaben quasi nach intern zu übernehmen? Ich glaube, da ist einfach nochmal ganz klar, ganz wichtige Voraussetzungen im Vorfeld zu wissen, wo soll eigentlich die Reise hingehen, was ist die konkrete Aufgabe des Freelancers, kaufe ich mir jemanden ein, um, sag ich mal, einen zeitlichen Engpass zu lösen, um ein Projekt quasi auf einen Meilenstein zu erreichen, kaufe ich jemanden ein, ganz explizit, um halt dieses Erfahrungswissen mit einzubringen, um ein neues Thema zu starten, von dem ich vielleicht nicht ganz so viel Expertise in-house habe, aber das gerne aufbauen möchte. Und dann ist es halt vielleicht besser, das mit jemandem zu tun, der da schon Erfahrungen hat, dass man nicht bei Null anfangen muss, sondern eben so ein gewisses Grundgerüst an Expertise quasi darauf schon mal aufbauen kann. Ich glaube, das sind einfach nochmal ganz wichtige Grundpfeiler, die wir klar setzen muss, bevor es eigentlich überhaupt mit dem Staffing und Onboarding losgeht. Und dann ist natürlich auch klar, je klarer man sagen kann, welches Wissen soll eigentlich passieren, transformiert werden, welches Projekt soll umgesetzt werden, welche Skills benötige ich da dafür, in welchem Umfang, je besser man das im Vorfeld schon abschätzen kann, umso konkreter und zielführender wird es dann am Ende des Tages natürlich auch. Viele Sachen kann man vielleicht auch mit den Freiberufler einfach in enger Zusammenarbeit, gerade beim Onboarding und Staffing irgendwo regeln, dass man auch nochmal eine konkrete Einschätzung des Freelancers damit reinholt. Ist dann ja immer ein dynamischer Prozess. Along the way ergeben sich dann nochmal neue Voraussetzungen. Aber da ist, glaube ich, einfach eine enge Kommunikation der Erwartungshaltung sehr, sehr wichtig. Ja, definitiv. Wenn ich davor keine Ahnung habe, wen ich brauche und was ich will, dann wird es auch schwierig, diese Person zu finden. Und ich glaube dann auch so für das konkrete Onboarding, es sollten halt mal einigermaßen sinnvolle Strukturen da sein. Also ich sollte für mich auch einen Plan haben, wie laufen denn die ersten 1, 2, 3 Wochen mit der Person, die reinkommt, ab, damit diese dann eben auch so schnell wie möglich A, produktiv werden kann und im Optimalfall eben auch so schnell als möglich Know-how weitergeben kann. Aber ich glaube, da ist auch extrem wichtig, diese Erwartungshaltung, wie du gesagt hast, zu kommunizieren. Wenn ich von einem Freelancer erwarte, dass ich ihn nicht nur als kurzfristigen Feuerlöscher da haben möchte, sondern dass die Person eben wirklich auch Know-how an mich, an mein Unternehmen, an Mitarbeiter im Unternehmen weitergeben soll, dann muss ich das halt auch reingeben und gemeinsam besprechen, wie es machbar und möglich ist, weil sonst wird es natürlich extrem schwierig, wenn da komplett unterschiedliche Erwartungshaltungen da sind. Ja.
in einer konkreten Zusammenarbeit dann, wenn man also jetzt die Leute gefunden haben, die ja fangen an zu arbeiten, ich glaube, da ist dann tatsächlich so dieser Punkt auch extrem wichtig. Was habe ich als Unternehmen denn für eine Grundeinstellung den Freelancern gegenüber? Also sollen das tatsächlich eben rein diese Feuerwehreinsätze sein, bei denen es eben darum geht, ich habe hier 2, 3 Milestones zu erreichen, die in den nächsten Wochen und Monaten fällig sind. Und sobald das geschafft ist, dann können diese Personen auch wieder rausgehen. Dann ist es eben eine komplett andere Herangehensweise, als wenn ich sage, ich möchte mir Know-how von diesen externen Spezialisten an Bord holen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, als Unternehmen will ich diese zweite Form der Zusammenarbeit, ja, was hast du denn aus deiner Erfahrung raus dann mitnehmen können? Worauf ist dann zu achten, wirklich in der konkreten Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder einem Team im Unternehmen und einem oder mehreren Freelancern? Ja, ich glaube, ich würde es mal unterteilen in grundsätzlich 2 Phasen. Also ist es ein Projekt, was schon relativ lange besteht, wo quasi Features weiterentwickelt werden ist, der besagte Feuerwehreinsatz, den du gerade hattest, ja, dann ist da schon eine recht klare Struktur vorgegeben. Sprich, ein Freiberufer bewegt sich in relativ engen Maschen und ergänzt dann hier und da noch was. Da wäre dann aber auch nicht um ultra neues Know-how in dem Sinne geschaffen, sondern es wird das Feature implementiert nach den Vorgaben und den Regeln, die das Entwicklerteam zum Beispiel schon im Vorfeld hatte. Ist es jetzt zum Beispiel das Thema, ich möchte ein neues Geschäftsfeld aufmachen oder ich habe ein neues Projekt, ich starte das erste Mal eine Mobile-App, ich suche einen Android- und iOS-Entwickler, die wir jeweils die erste Version der Mobile-Apps schreiben, das ist nochmal was komplett Neues sozusagen, dann kaufe ich mir explizit diese Expertise ein, dass mir jemand mit der Weitsicht, dass es nicht in 3 Monaten nochmal von vorne geschrieben werden muss, eine Basis schafft, in der dann weitere Entwickler mitarbeiten können und es dann perspektivisch auch übernehmen können. Ich glaube, das ist einfach so mal von der Projektvoraussetzung nochmal ein ganz unterschiedlicher Ansatz, der dann auch gerade in dem Wissensmanagement nochmal unterschiedliche Anforderungen sozusagen hat. Genau, grundsätzlich würde ich auch nicht so stark unterscheiden, ob das jetzt ein externer oder ein interner Mitarbeiter ist, weil der Wissenstransfer muss so oder so da sein. Also je besser, sag ich mal, die Wiki-Nutzung oder die Prozesse in einem Unternehmen sind, umso einfacher ist es natürlich dann auch irgendwie das Wissen, was eine weitere Person hat, egal welche Rolle sie bis jetzt darin dokumentieren kann. Also ich finde es zum Beispiel immer ziemlich gut, einfach ein klares Dokument zu haben. Okay, das sind die wichtigsten Dinge, so setzt du zum Beispiel das Softwareprojekt bei dir auf dem Rechner auf, da und da ist das GitHub, so laufen die Prozesse, möglichst ist das Ganze automatisiert, automatische Tests werden hinterlegt, all dessen Absicherungen, wo man dann letztendlich eine indirekte Dokumentation hat. Ich halte jetzt nicht so viel da davon, irgendwie ein technisches Projekt mit Prosa-Text zu belegen, aber es sollte sehr, sehr einfach sein, irgendwie, dass ein neuer Entwickler das auf seinem System auch nochmal aufsetzen kann und dann sehr schnell proaktiv mitentwickeln kann. Das sind einfach nochmal so Basisbausteine, gerade in der Softwareentwicklung finde ich die für extrem wichtig. Nicht zu viel zu dokumentieren, aber die Dokumentation, die man hat, dann eben auch aktuell zu halten. Das ist vielleicht mal so grob zusammengefasst. Ich kann auch nochmal ein Beispiel machen. Eins meiner letzten Android-Projekte habe ich eben für ein Fintech eine neue Android-App begonnen, war so einer der ersten Android-Entwickler. Die hatten noch einen Junior-Entwickler festangestellt und zusammen mit diesem Junior-Entwickler habe ich eben angefangen, dieses Projekt aufzusetzen und dann war aber schon klar, ich werde da nicht ewig im Einsatz sein. Das ist quasi eine temporäre Lösung, bis eben ein internes Android-Team geheiert werden kann. Und das war dann aber eigentlich sehr schön gelöst von dem Kunden. Ja, die haben mich dann mit involviert in die Interviews der festangestellten Android-Entwickler. Sprich, ich konnte da eine technische Expertise einschätzen und dann eben sagen, ja, würde passen oder würde nicht passen. Und dann gab es eine gewisse Überlappung, dass ich 2, 3 Monate quasi da war, wo dann auch die internen Mitarbeiter schon da waren. Und dann konnte peu à peu dieses Wissen transformiert werden. Letztendlich in den letzten 1, 2 Wochen war ich nur noch da und habe quasi unter Anleitung dieser neuen Entwickler dann weitere Features entwickelt. Aber es war kein kriegsentscheidendes Detail mehr, sondern bis dahin waren dann schon alle Komponenten so übergeben,
das Federführen, das nicht mehr von mir gemacht wurde, eben, sondern von den internen Mitarbeitern. Und das hat, glaube ich, allen so ein bisschen die Angst genommen, dass da was entstanden ist oder entsteht, was auf Dauer nicht von der Firma selbst wartbar ist, genau. Ja, und auch das zeigt, glaube ich, wieder, dass es einfach eine extreme Frage von Einstellung, Erwartungshaltung und Mindset ist, und zwar auf beiden Seiten. Wenn ich auf der einen Seite ein Unternehmen habe und in dem Unternehmen dann auch Angestellte habe, die Interesse dran haben zu lernen und weiterzukommen, dann kann man da, glaube ich, auch gute Prozesse aufsetzen und gute Möglichkeiten schaffen, dass dann, egal ob das Entwickler sind, sonstige Projektbeteiligte, dann wirklich gut voneinander lernen können. Und auf der anderen Seite brauche ich das aber eben auch auf seitens der Freelancer, dass da eben von vornherein klar sein muss, ich habe auch Bock drauf, dort von meinem Know-how was einzubringen und das den Leuten weiterzugeben. Und ja, ich sage auch mal so eine gewisse Trainer-, Coach-, Mentorenfunktion dann zu übernehmen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass da einfach das Mindset dann von beiden Seiten her auch dazu passt und da beide Seiten ja Lust drauf haben, wirklich diesen Wissenstransfer hinzukriegen. Ist ja auch ein Geben und Nehmen, ne? Also es gab auch viele Projekte, da bin ich dann reingekommen, die hatten mit 2, 3 Bibliotheken gearbeitet, die ich noch überhaupt nicht kannte. Sprich, ich musste mir das Wissen aneignen und habe dann auch sehr gerne auf die Expertise der Kollegen zurückgegriffen. Und anderweitig war es vielleicht mal so, dass ich irgendwie schon mal etwas gearbeitet habe, was jetzt vielleicht für die Kollegen noch neu war. Und dann habe ich eben versucht, so meine Erfahrungen einfach zu teilen. Aber letztendlich sind alle Parteien dann im Idealfall dahinter herausgegangen und haben jeweils was Neues gelernt und ohne bei Adam und Eva anfangen zu müssen. Ja, absolut. Wenn du es jetzt gerade schon gesagt hast, die Parteien gehen dann auch wieder auseinander. Gibt es da noch Tipps und Tricks oder vielleicht auch Vorgehensweisen, die du in deinen aktiven Projekten gelernt hast, gesehen hast, die da gut gefallen haben, wo du sagst, wenn es dann um das Offboarding geht, wie kann man da sicherstellen, dass einfach dann auch das Wissen nachher im Unternehmen bleibt oder man sich vielleicht auch nochmal weiter absichern kann für weitergehende Fragen? Was hast du da an Best Practices für dich mitgenommen? Es hilft meines Erachtens einfach mal zu schauen, okay, was mache ich denn so im Daily Doing? Gibt es da Prozesse, die ich irgendwie immer wieder mache, wo ich die Verantwortlichkeit vielleicht übernommen habe, die dann einfach frühzeitig irgendwo abzugeben, zu dokumentieren, dann vielleicht das mal gemeinsam zu machen mit demjenigen, der es übernimmt, oder dann auch einfach mal nur daneben zu sitzen, in Anführungszeichen, und für eventuelle Fragen zur Verfügung zu stehen, aber da einfach frühzeitig zu gucken, dass man kein Bottleneck mehr irgendwo in einem prozessualen Schritt oder in einem Daily Doing ist oder ja, auch einfach Themen, wo man dann vielleicht gewisse Expertise aufgebaut hat, da explizit mal in Wissenstransfer-Meeting zu machen und da auch einfach gewisse Dinge mal stichpunktartig zumindest mitzuschreiben. Das fand ich immer sehr, sehr hilfreich. Aber auch wenn ich zum Beispiel von jemandem was übernommen habe, wenn es einfach eine gewisse Dokumentation gibt, ist das super cool. Mhm. Was er auch hilft, ist gerade, wenn es in so Remote-Projekten ist, das machen wir auch bei ElevateX häufiger, dass wir dann, wenn wir irgendwie Erklär-Meetings in Anführungszeichen haben, dann nehmen wir einfach diese Meetings auf, dann kann man im Zweifel auch einfach nochmal ein Recording nachgucken. Das hilft dann eben auch schon. Und um vielleicht auch nochmal so die große Angst zu nehmen, letztendlich ist ein Freiberufler ja immer in Anführungszeichen abrufbar auf Stundenbasis. Sprich, man könnte ja theoretisch auch einfach einen Beratervertrag machen, der auf Abruf dann nochmal die nächsten 3 bis 6 Monate einfach für telefonisch für Fragen oder so zur Verfügung steht oder wer da einfach nochmal einspringen kann. Man kann dann gewisse Reaktionszeiten oder so vereinbaren, keine Ahnung, auf eine E-Mail wird innerhalb von 48 Stunden, eine Woche, whatever, reagiert. Und dann kann man nochmal einen Termin vereinbaren und vielleicht die Dinge, die wirklich vergessen wurden, nochmal übernehmen. Im Idealfall kommt es nicht vor, habe ich ganz, ganz selten tatsächlich auch erlebt, weil so kriegsentscheidend ist es dann in der Regel doch nicht, weil man ja nicht alleine auf weiter Flur ist, sondern man hat ja schon immer ein Team um sich. Genau, aber das wäre vielleicht, damit könnte man ganz gut vorsorgen, um halt so diese letzte Angst noch zu nehmen. Okay, was passiert? Backup-Plan zu haben einfach. Genau, ja, genau. Backup, ein gutes Wort. Aber was fällt dir denn dazu noch ein? Habe ich noch irgendwas vergessen?
Nein, ich glaube, wichtig war so deine letzte Aussage, die Angst davor zu nehmen, weil ja nach dem, was wir jetzt gesprochen haben, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, das ist keine Raketenwissenschaft, mit Menschen so zusammenzuarbeiten, wenn von beiden Seiten die Erwartungshaltung geklärt ist und das Interesse da ist, sich einfach gegenseitig voranzubringen und Know-how mitzunehmen. Das ist, glaube ich, wichtig mit rauszunehmen. Dann auch der Punkt, es ist nicht entscheidend, in was für einem Vertragsmodell Menschen miteinander arbeiten. Wenn ich Festangestellte habe, die Lust auf Weiterentwicklung haben, wird das mit denen genauso funktionieren, wie wenn ich freiberufliche Spezialisten habe, die sagen, vorankommen, mein Wissen teilen, auf der anderen Seite auch wieder Wissen mitnehmen. Da ist eben nicht die Vertragsform entscheidend, sondern vielmehr das Mindset, wie man miteinander arbeiten möchte. Und daher glaube ich, so dieser Punkt, wirklich die Angst zu nehmen, wenn Freiberufler bei mir im Einsatz sind, dann geht da Wissen raus. Es ist einfach nicht so, sondern man muss sich sinnvoll überlegen, wie arbeite ich mit Menschen zusammen, damit beide Parteien am meisten von haben. Und dann gibt's ziemlich einfache und konkrete Steps, die man machen kann, um eben auch zu gewährleisten, dass passt und funktioniert und ich kann da für beide Seiten das Optimum rausziehen. Ja, ich würde sogar im Gegenteil noch sagen oder verstärken, dass das ist viel wichtiger, die Expertise zu nutzen und gezielt einzusetzen, als Angst davor zu haben, dass etwas verloren geht. Ja, absolut. Und das ist ja auch noch ein Punkt, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Nochmal ein guter Hinweis. Für mich als Unternehmen kann es ja eher sogar extrem wertvoll sein, auch mal raus aus so meinen typischen Denkmustern zu kommen und wirklich nochmal auch Denkansätze, Anstöße ohne die altbekannte Firmenbrille zu bekommen, sondern von Leuten, die eben schon sehr, sehr viel Erfahrung aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen, von anderen Unternehmen mitbringen und mir danach wirklich nochmal den Input geben können, mach diesmal anders, versuch hier mal einen anderen Ansatz. Und wenn ich da dann eben auch wieder eine gewisse Offenheit an den Tag lege, dann kann mich das als Unternehmen halt auch extrem nach vorne bringen und mir wirklich, du hattest vorhin schon mal die Aussage, auch einen Kickstart für verschiedene Projekte und Aufgaben geben, wenn ich dort wirklich auf externe Expertise zurückgreifen kann und möchte. Ja, das ist ja auch ein Win-Win, weil letztendlich ist es, entweder ich lerne was Neues, dann ist cool, dann kann ich mir irgendwie Zeit sparen und habe den Schritt nach vorn. Oder es ist eine Bestätigung, dass das, was ich schon gemacht habe, extrem gut ist. Also hat man auch nichts zu verlieren. Ja. Und im allerschlimmsten Fall kann man lernen, wie es weiterhin nicht funktionieren soll, wenn es mal ganz, ganz, ganz dumm läuft. Wobei das ja, muss man auch sagen, absolut nicht der Standardfall ist. Cool. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, diese Angst vor, ich kann externes Know-how nicht im Unternehmen halten, können wir absolut verneinen. Das ist nicht so. Ich kann mit ziemlich einfachen Schritten dafür sorgen, dass Know-how im Unternehmen bleibt, dass alle Parteien sich weiterentwickeln können, dass es das Unternehmen sogar deutlich voranbringt, wenn ich mir diese externe Expertise einkaufen kann. Und ich glaube da von unserer Seite die Erfahrung, es hilft viel, viel mehr, sich gute externe Leute reinzuholen, mit diesen sinnvoll zusammenzuarbeiten, als wie die Maus vor der Schlange zu sitzen und zu denken, nein, das teste ich nicht aus. Also können wir auf jeden Fall sagen, wenn ihr mal die Option habt für Projekte, versucht es auf jeden Fall. Aus unserer Erfahrung kommen da einfach sehr, sehr, sehr gute und oftmals auch überraschende Ergebnisse rum, die man sich davor gar nicht erhofft oder vorstellen konnte, mit den teilweise etwas eingesessenen Varianten, die man bislang getestet hat. Absolut. Cool. Wenn euch der Input dazu gefallen hat, dann folgt uns gerne wie immer auf YouTube und oder Spotify. Dann verpasst ihr zukünftig nichts mehr, bekommt alle neuen Folgen von uns direkt zugespielt. Wir freuen uns über jegliche Form von Kommentaren, Anregungen, Feedback. Lasst uns das gerne wissen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört und zuschaut. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao, ciao.